Jetzt halten Sie die Klappe oder ich lasse Sie hier blutend liegen. Dann ist mir scheißegal, was mit Ihnen passiert. Ich grinse ihn nur an und zeige ihm so die Waffen wieder. Nein, natürlich nicht. Aber ich muss mir gerade mal mein Ausweichen notieren. Ausweichen ist, glaube ich, kein Wert, den glaube ich, so auf Fremde. So ist das ein kleiner Wert. Das ist ein Fertigkeitswert. Ach, stimmt, ja. Gut. Nee, warte mal. Ausweichen ist Gewandtheit mal 2, das kannst du nicht aufhören. Ich sag doch. Ach, Stärke hatte ich auch irgendwie gerade, ne? Gewonnen gehabt. Den muss ich mir auch noch notieren. Nein, Intuition hattest du. Nein, Stärke, weil ich Intuition und Stärke, weil ich die alte doch weggeschubst habe. Achso, ja, stimmt. Also Intuition und Stärke. Wow. Nun gut, du reißt dir etwas ab, aber sie lässt sich nicht von dir verbinden. Sie ist natürlich. Ich drehe mich so um zu Herr Kühl. Herr Kühl, könntest du mal bitte mit deinem Beruhigungswerkzeug herkommen? Da wir sowieso schon alle total angespannt sind. Ich hätte gute Lust, die Alte hier liegen zu lassen. Also bitte. Ja, wie gesagt, also ich pflichte meinem guten Freund Cliff natürlich zu und gehe zu ihm hin und komm mit meinem Beschlichtigungswerkzeug. So, während er mit seinem Beschlichtigungswerkzeug ankommt, würde ich gern nochmal jetzt auf Überzeugen würfeln, dass sie sich von mir verbinden lässt. Lieber von dir verbinden lässt wie von mir, ne? Ja. Mach den Überzeugungswurf. Gut, da habe ich 86. Da, passt. 21. Du lässt dich überzeugen, aber widerwillig. Gut. Definitiv widerwillig nach den ganzen Aktionen. Hm. Und dann müsstest du jetzt Erste Hilfe prüfen. Jawohl. Erste Hilfe. Warte mal kurz, jetzt muss ich noch meinen mega fetten Überzeugungswert muss ich mir aufschreiben. Hast du das schon am Anfang gehabt? Stimmt, Überzeugung hatte ich schon einmal. Da kann ich dann eine 2 hinsetzen. Es gibt keine 2. Achso, stimmt, ja, das gibt es ja nur einmal geschafft. Richtig, nur einmal. So, dann gibt es jetzt die erste Hilfe. Die habe ich bei 39. Hier. Mit. Komm schon. Meisterlich versagt. Sie stirbt. 43. Naja. Du verbindest sie einigermaßen. Dabei bedeckst du ein Auge von ihr. Macht nichts. Passiert ja nichts. Und es funktioniert, aber es ist schon ziemlich schlecht verbunden. Ja, passiert. Ja, was wollt ihr machen? Der Mann sitzt immer noch kauernd, zitternd vor Angst und folgt bis der Hose an der Mauer. Die Frau ist auch ziemlich aufgelöst. Leute, ich will mal nicht hetzen, aber wir sollten jetzt so langsam mal weiter und ja, du hast recht. Wir sollten die Fackel, die mir eben runtergefallen ist, die wird zu kurz sein, dass wir sie nochmal anzünden können. Wir haben ja noch eine zweite, ne? Ja, wir sollten die Ersatzfackel anzünden. Genau. Dass wir jetzt mehr Licht haben. Während ihr die Fackel anzündet, kommt wieder ein Geräusch. Ich habe es gewusst, die ganze Zeit gewusst, die Topfhauer hatten recht. Etwas Unheiliges lebte diese Gefangenen, das hat schon viel vorher gemordet. Moment, was haben Sie gerade gesagt? Ich habe kein Wort verstanden. Wie ist mit Absicht? Ja, ich habe ungefähr gehört. Moment, was haben Sie jetzt gesagt? Was haben Sie von den Dorfbewohnern gehört? Was? Ich sage gar nichts. Ich zeige nur mit einer knappen Handbewegung auf den Revolver schwingenden Herr Kühl. Wir wollen jetzt mal nicht mit Herr Kühl als Waffe drohen. Wir werden jetzt mal ganz, ganz ruhig angehen. Hören Sie mal, meine Dame. So, erst einmal, Lady, Entschuldigung, Dame ist ja für eher ein bisschen älter vielleicht. So, Lady, Sie haben Angst, das können wir sehen. Achso, ich sollte vielleicht auch überreden würfeln, oder? Ja. Okay, 65. Ja. Lady, und zwar folgendes. Sie haben Angst, das können wir verstehen. Und wir fühlen uns selbst ziemlich mulmig hier unten. Aber wir wollen alle doch hier rauskommen. Sie, Ihr Mann und irgendein Stan, der da irgendwo hinten ist. Egal. und zwar folgendes. Sie sollten uns schon sagen,
womit wir es zu tun haben. Was haben die Dorfbewohner gesagt? Wir müssen uns irgendwie auf das, was jetzt kommt, vorbereiten. Ja, Moment, ich muss eben kurz die Stille suchen. Wo ist denn jetzt der Scheißpart? Das wissen wir nicht, du hast das Buch. Das ist richtig. Ich habe den vorhin noch in der Hand gehabt, das sah da ist es. Das ist immer kacke, wenn man so viele Seiten dann hat. Ja. Ich habe mich vor ein bisschen erkundigt, weil ich prallen wollte. Und ich kam heraus, dass der Mann seit mindestens 4 Jahren allein auf dem Weingut lebt. Angeblich verließen ihn alle Mitarbeiter aufgrund von ungeklärten Vorfällen. Saisonarbeiter seien während der Weinlese im Höllenberg verschwunden und einige Einwohner berichteten von einem klagenden Geheul wie von Wölfen. Nur in mondlosen Nächten ringsum das Weingut höre. Er hatte einen Bruder, soweit ich weiß. Aber ansonsten kann ich Ihnen nicht viel mehr sagen. Und sie bricht, wenn man zusammen. Hm. Tonno, du musst mal aufpassen. Hat Emily das auch mitbekommen? Nur gerade mal auf. Tonno, du musst aufpassen bei so Erzählung. Das war zwischendurch ziemlich abgehackt. Das ist fast gar nicht kam. Ja. Also musst aufpassen. Entweder deine Sensibilität ein bisschen runterschrauben oder lauter reden, bitte. Also Emily hat das bestimmt mitbekommen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich alles mitbekommen habe. Also, soweit ich das jetzt verstanden habe, hat der Typ, war der allein auf dem Weingut, weil alle Mitarbeiter seit vier Jahren alle Mitarbeiter ihn verlassen haben und auch wohl einige verschwunden sind, weil irgendein Geheul und Saisonarbeiter. Saisonarbeiter. Man berichtet von Geheulen von wie von Wölfen in mondlosen Nächten. Ja. Peinliche lange Pause. Damit könnte eigentlich Emily eventuell als okkulte Dingens vielleicht Tante. Was anfangen. Mit den Wölfen. Mit den der Okkultismus hat zu Wölfen ein sehr ambivalentes Verhältnis. Mörder von Königen und Göttern auf der einen Seite, liebevolle Mütter für ausgesetzte Kinder auf der anderen. Sonst kann ich jetzt mit Wölfen hier nichts viel anfangen. Ne? Es ist ein räuberisches Tier, was in vielen Kulturen Unheil bringt, weil es Menschen frisst. Wir hatten erstmal noch nie mit so etwas zu tun, aber könnte es vielleicht sowas wie Werwolf gewesen sein? Von dem, was Sie mir so erzählt haben, ist ein Werwolf jetzt nicht das Abwegigste, was uns begegnen könnte, offensichtlich. Hallo? Gibt's da irgendwelche Schutzdinger vor so einem Werwolf? Weißt du da irgendwas? Silberkugeln. Ja, die sind ja weniger zum Schutz als zum Töten. Weiß ich das? Mach eine Okkultismusfrage. Also einmal auf Okkultismus würfeln, bitte. Okay. Moment. Genauso gut wie vorhin am besten. 7. Du weißt ganz genau, dass du hast definitiv ein Buch über Werwölfe gelesen und dir fallen noch einige Bandzeichen ein. Als Schutzzeichen. Habe ich meine Scherbe denn noch? Nein, die hast du nicht. Hat jemand Kreide oder was zu schreiben? Wir hatten doch Flaschen mitgenommen. Ja, stimmt. Hier ist meine Flasche. Dann stellt sich mir jetzt trotz alledem die Frage, wollt ihr jetzt in dem Gang Bandzeichen reinmachen, dass wir genau an der Stelle stehen bleiben, weil das wäre auch unsinnig. Wir nicht, die Emily. Ja gut, wenn wir uns natürlich weiter fortbewegen, dann müssen wir uns die Schutzzeichen in die Haut Wir könnten auch theoretisch zurück in die Halle nehmen und in jedem vor jedem Gang so ein Ding zeichnen. Immer verschiedene, eins wird schon wirken. Ja, klar doch. Es sind ja 4 Gänge im Grunde, da müssten wir doch eigentlich dann die 4 Gänge absichern. Wer weiß, ob es nicht hier unten ein Rondell irgendwie gibt, so einmal komplett rum. Das werden wir nur erfahren, wenn wir vielleicht mal weitergehen. Richtig. Aber jetzt kommt die große Frage, meine lieben Freunde. Nehmen wir die beiden da jetzt mit? Ja oder nein? Ich meine, sie ist schon wieder ohnmächtig, er sitzt da in der Ecke, vollgepisste Hose, warum, weswegen auch immer. sie ist nicht ohnmächtig, sie ist wimmernd zusammengebrochen. Ja, ist mir egal. Es wurde nicht gesagt, dass sie ohnmächtig ist.
Ballast. Ich meine, okay, als Opfergabe könnte man sie schon noch mitnehmen, aber wer weiß, Menschen ob die Opfer. Einer fressen will. Die, wer weiß, ob die einer noch fressen will. Ich meine, die geht eher noch vorher um Keks. Die kaut den Ohr ab. Diskutieren wir das wirklich gerade, Herr Kühl? Ob wir die mitnehmen sollen als Opfergabe? Nein, nicht als Opfergabe, aber ob wir die mitnehmen. Oder ob wir vielleicht unser Glück mal weiter alleine versuchen sollten. So, also gehen wir jetzt davon aus, es ist ein Werwolf und wir zeichnen hinter uns ein Schutzzeichen, damit uns schon mal von hinten nichts angreift. Das wäre zumindest eine Idee schon mal, ja. Ja, ja, dann erschaffe ich eine Scherbe. Ja, es gelingt das ohne Probe. Ich erschaffe eine Scherbe. So. Schlechter Zauber des dritten Kreises. Scherbe erschaffen. Nein, das kombiniere Flasche mit Wand. Kombination fehlgeschlagen. Wo zeichne ich das Zeichen jetzt eigentlich hin? Hinter denen, wo die sitzen und zusammengebrochen sind? Ja, nee, davor. Da können wir die ja eigentlich auch hier lassen, wenn wir jetzt davon überzeugt sind, dass es ein Werwolf ist. Wenn die jetzt nicht mehr mitwollen, dann... Ich denke eher weniger. Irgendwie haben wir, glaube ich, ihr Vertrauen verspielt. Ist mir auch egal. Hauptsache, wir kommen jetzt raus. Herr Kreuzer? Ich glaube, der redet nicht mehr mit dir. Keine Reaktion. Überhaupt nicht. Schmier ihm eine. Nein, ich schmier ihm keine. Zur Not lassen wir ihn einfach hier. Mit seiner Frau. Lassen wir sie hier. Sobald Emily fertig ist mit dem Bandkreis, machen wir uns weiter. Ich habe keinen Bock auf diese beiden Jammerlappen hier zu warten. Bin ich froh, damit wir keine mentale Belastbarkeit haben. Wir gehen weiter, würde ich sagen. Vielleicht im nächsten Abenteuer. Das konntet ihr nicht mit eurem Gewissen vereinbaren und verliert. Wir machen einen Moralwurf. Ja, genau. Also gehen wir jetzt weiter, oder? Ja, lass die da in Ruhe sterben, was weiß ich, soll er seine Frau fressen, der Idiot. Okay, ihr geht also weiter. Und nach einigen Schritten, weil ihr immer weiter weg von ihnen seid. Kanack. Oh, kein Lachen mehr, schade. Dann wohl kein Werwolf. Ich wollte gerade fragen, du hast das Zeichen hinter denen gemalt, ne? Das war jetzt der Plan, ja. Ja, gut, das heißt, egal was da ist, das hat diesen von dir super gezeichneten und natürlich voll wirksamen Bandkreis überschritten. Ihr kommt in einen großen Raum. Das kann natürlich sein. Der identisch ist mit dem Raum, aus dem wir rausgegangen sind. Nein. Okay. Der Raum ist eher eine Art Gewölbe, 12 Meter lang, 6 Meter breit. Und aus der Mitte der Kammer erhebt sich ein schwerer, rechteckiger, behauener Stein. Der circa einen halben Meter hoch, 60 Zentimeter lang und 30 Zentimeter breit ist. Und die Oberfläche ist dunkel. Und es sind merkwürdige Figuren an den Seiten eingemalt. Emily, kannst du etwas damit anfangen? Das weiß ich nicht. Ich inspiziere das mal. Wenn mich jemand mit einer Fackel begleiten könnte, dann gucke ich mir diese Figuren an. Keine Sorge, ich komme mit. Dann gehen wir alle dahin. Wir sollten uns nicht mehr trennen. Ja. Dann versuche ich mal, diese Figuren zu untersuchen, ob ich damit was anfangen kann. Bevor der Spielleiter gleich darauf anspricht, natürlich habe ich immer noch meine Waffe in der Hand, im Anschlag zu machen und so, ne? Also nicht damit es heißt, nein, du schaffst es jetzt nicht mehr, deine Waffe zu ziehen. Ja, dann muss die gute Emily, glaube ich, würfeln. Nein, muss ich nicht. Nicht? Sie guckt sich das einfach nur an. Und diese Kreaturen, die darauf gemeißelt sind, das sind tanzende, groteske Kreaturen. Halb Mensch, halb Wurm mit Köpfen, die eher an Affen erinnern. Unter ihren Füßen bohren sich fette Maden durchs Erdreich und über ihren Köpfen scheinen sich Flammen zu erheben. Was zur Hölle ist das denn? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, das haben wir gehofft, dass du uns das sagen kannst. Das ist dir noch nie zuvor zu Augen gekommen. Das habe ich noch nie gesehen. Was auch immer es ist, es stammt aus keiner mir bekannten Kultur. Und ich nehme für mich in Anspruch, einiges zu wissen über solche Dinge. Kann ich vielleicht mit meinem Wissen aus dem letzten Abenteuer, da haben wir ja auch so Gemälde gesehen und so weiter,
Und auf der Schatulle waren ja auch irgendwelche Zeichen drauf. Kann ich da irgendwie eine Verbindung feststellen? Lass mich kurz nachdenken. Nein. Wollte ich das noch in den Raum umschauen? Ja. Ach, besser ist das. Das hat ich, uns ja, ja jetzt nicht wirklich geholfen. Ich halte so leicht die Fackel von mir in der Hoffnung, dass dadurch der Raum ein bisschen heller erleuchtet wird. Ihr seht in einer kleinen Nische frische Mauerarbeiten. Da liegt doch eine alte Wanne mit ausgehärtetem Mörtel, ein Haufen Ziegelsteine, eine Brechstange und ein Hammer. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich mir die Brechstange schnappen. Ja, wir sollten eventuell versuchen, diesen frisch eingemauerten Bereich vielleicht aufzubrechen. Was vielleicht nicht daran ändert, dass ich... Das kann ja der Cliff gleich mit seiner Brechstange tun. Vielleicht ist dahinter eine Tür. Vielleicht sollten wir besser zurückgehen und die Eingangstür damit aufbrechen. Denn da wissen wir, dass wir in die Freiheit kommen. Wohin wir kommen, wenn wir das hier kaputt machen, wissen wir nicht. Wir wissen aber auch, dass worum wir gerade herkamen, dass da irgendetwas lauert, was höchstwahrscheinlich unsere beiden lieblich zurückgelassenen Mitweintester zerknackt hat. Das ist eigentlich nicht so wichtig, denn offenbar haben wir es uns mit irgendwelchen Wurmwesen zu tun, die sich wesentlich schneller bewegen können, die sich in diesen Gängen gut auskennen und die uns überall begegnen könnten. Hier und auf dem Rückweg und sonst wo. Also ich würde mein Glück lieber hier probieren. Mein lieber Spieleleiter, ja. Ja, bitte. Ich würde gerne Spurensuche anwenden, wenn ich das darf, um zu gucken, ob in diesem Raum vor uns schon jemand anders war, abgesehen von der frisch gemauerten Wand. Ja, ob da jetzt Menschen gewesen sind, sagen wir es mal so. Die Mauer ist jetzt frisch gemauert im Gegensatz zu dem Rest des Gewölbes. Das heißt jetzt nicht, dass sie gerade erst zugemauert wurde. Okay, dann würd ich halt gerne anhand der Spurensuche gucken, ob vor kurzem jemand da war. Wenn es Spurensuche ist, denke ich mal, ne? Ja. Ja, ja gut. Spurensuche. Warte mal, muss ich eben kurz gucken, weil ich habe da hinten ein Kreuzchen. Ich müsste sogar mehr haben als die 55. Wo habe ich es? Tatsächlich Spurensuche 55. Warum? Und eigentlich müsste ich da mehr haben. Aber ist egal. Nee, im letzten Abenteuer hast du tierisch verkackt dabei. Ja. Ja, aber wenn ich mir dahinter ein Zeichen gemacht habe, hat das eigentlich immer irgendwas zu. Ja, beim ersten Abenteuer hast du das bestanden gehabt. Ja, dann sollte ich aber trotzdem ja einen höheren Wert haben. Verstehst du, wie ich meine? Nicht, wenn du die Probe nicht geschafft hast beim Aufwerten. Dann würde ich mir kein Zeichen dahinter machen, Chef. Ich mache mir ja nur ein Zeichen dahinter, wenn ich es geschafft habe. Aber ist egal, ich sag ja 55. 6, 59. Verdammt. Hier fällt nichts auf. Also du kannst nicht sagen, ob jetzt jemand kurzen hier war und so weiter. Okay. Du siehst nur deine eure eigenen Fußspuren. Okay. Ja, was macht ihr jetzt? Also wie gesagt, ich bin dafür, wir versuchen diese Wand, also dass ich versuche, diese Wand einzubrechen, was auch immer dahinter ist, dass wir da lang gehen. Wollen wir noch mal einmal an diesem Steinblock nach versteckten Schaltern oder so suchen oder lassen wir den jetzt einfach Steinblock sein? Ihr habt euch ja nur die Figuren angeschaut, ne? Ja. Bisher? Ja, wir können uns den im Grunde genommen nochmal angucken. Gucken wir uns den nochmal an, ja. Wie wäre es denn, wenn wir beides machen? Ja, aber dann sind wir ja getrennt. So groß ist der Raum nicht. Auch wenn der Raum nicht groß ist, aber trotz alledem, ich weiß nicht. Ich habe einen Vorschlag, wir machen es nacheinander. Ist ja nicht so, dass man noch. Das Gegenteil von getrennt, oder? Ja. Na gut. Na komm. Dann lass mich zumindest einmal die Brechstange holen. Ja, ja, klar. Oh, okay. Das ist eine Brechstange. Gut. Sicher, dass du die Brechstange haben willst, nicht den Hammer? Weil ich meine, der Edgar ist nicht so stark wie du. Der Edgar sollte. Hammer ist definierbar. Ja, gut, ich denke mal. Ich denke mal, wenn das Maurerarbeit. Ja, warte, Presslufthammer. Ja, super. Tolles Hammer. Tom, was ist es denn? Whoever holds this hammer, is he be worthy? Es ist ein Vorschlaghammer. Es ist ein Vorschlaghammer. Okay. Dann andere Entscheidung. Den Hammer lassen Sie liegen, Fragezeichen. Nein, es heißt Hammer. Hammer ist definierbar. Ja. Es ist ein Vorschlaghammer. Deswegen fragt man ja. Ich habe mir aber schon fast gedacht, damit es ein Vorschlaghammer ist. Also nehme ich die Brechstange jetzt. Gut. Pass auf, ich gehe rüber. Oder vielmehr, Emily, halt mal kurz die Fackel bitte. Okay. So. Ich gehe hinüber, nehme mir sowohl die Brechstange als auch den Vorschlaghammer
und drücke dem guten Edgar die Brechern genannt. Hier, nimm du die. Ja, danke. Welche Werte hat die? Das ist irrelevant. Das wirst du bald nicht mehr herausfinden können, so nach dem Motto. Das ist ein Werkzeugsgegenstand, kein Waffe. Erstmal. Ah, okay. Ja, jo. Gut, wir gucken. Ich nehme mir dann von der Emily also die Fackel wieder so zurück. Dankeschön. Gerne. So, dann inspizieren wir uns den Block. Jetzt den Stein an. Block, wie auch immer. Würfelst du für uns, Tonne, oder sollen wir selber? Nee, also ich gehe zum Stein hin. Der Stein besteht aus Granit. Er wirkt halt wie ein Tisch. Wie ein Opfertisch. Unten sind halt die Verzierungen mit den Kreaturen und so weiter. Und der Tisch hat eine dunkle Farbe, die nicht dem Granit entspricht. Scheint etwas eingetrocknet zu sein. Wäre das auch Spurensuche, wenn ich herausfinden möchte, ob das Blut ist? Ja. Darf ich denn nochmal würfeln? Sicher, du hast ja Spurensuche für den Raum gemacht, nicht für den Tisch. Ja gut, dann würde ich da gerne eine Spurensuche anwenden. 55. Komm, das packst du. Ich hoffe. 94. Alter. Dave, du hast echt keine. Ich denke, das also, ist Rotwein. Genau. Wir sind in einem Weinkeller und. Rotwein. Da hat jemand mit Wein übertrieben. Wer hat denn hier, ich wollte gerade sagen, wer hat denn hier Rotwein über den Altar geschüttet? Nicht schön. Nee, wirklich nicht. Und da bei einem so ein schönes Ding ist, glaubt ihr seinem Urteil natürlich. Natürlich. Das ist so ein schöner Tisch, ey. Also, sind ziemlich kunstvolle Verzierungen daran. Und dann macht man sowas damit, also wirklich. Wo wir das nun hinter uns haben, sollten wir dann vielleicht versuchen, den gemauerten Teil einzurufen? Also wir finden keine Schalter, Hebel oder so. Ich zeig an die Mauer. Dein Part, Cliff. Gut. Ja, du auch, mein Freund, du hast die Brechstange. Erneut reiche ich Emily die Fackel. Gehe dann rüber zur Wand, setze den Hammer kurz ab, spucke einmal kräftig in beide Hände, greife den Hammer. Die Gewandheitsprobe dafür. Ne? Ja. Greife den Hammer erneut. Spuck daneben. Und hau zu. Also ich versuche zumindest, also eine Gewandheitsprobe, das macht dann 50 bei mir. Dein Ernst! Du haust zu. Er rutscht aus. Nein, er haut volle Wucht zu, aber nicht gegen die Ziegel, sondern gegen die Granitwand. Oh. Die Erschütterung ist so stark, dass der Arm, den du dir schon gezerrt hattest, mittlerweile höllisch schmerzt und du kriegst 1W6 geteilt durch 3 Schaden. Ist das dein Ernst? Eigentlich ist es ja ein kritischer Fehlschlag. Eigentlich hättest du es echt machen müssen. Er versucht auszuholen. Das Ding fliegt mir aus der Hand und dem. 1W6 geteilt durch 3. Ja, Moment. 1 dann nur. Eieiei. Man hat nur noch 6. Oh Mann, ey. Dein rechter Arm ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Da bist du wieder echt viel zu gutmütig, ne? So, nee, in dem Sinne. Ganz ehrlich, er haut mir ein Ding, er steht ja nicht davon, wenn er sich den Arm verzerrt und so weiter. Also das ist richtig. Aber er kann den rechten Arm jetzt nicht mehr nutzen. Er schmerzt wie Sau bei jeder Kraftakt. Das hat keinen Sinn mehr. Ah, gut, verdammt! Der gute Cliff, der Linkshänder ist. Ich scheine mir den Arm vorhin. Doch. Sie bröckelt, nein. Ob es dahinter überhaupt hohl ist. Also, ob das überhaupt einen Sinn macht. Ja, es hört sich hohl dahinter an. Ich dann sagen, nochmal bitte. Ich stelle mir gerade vor, wie die Bibliothekarin wirklich so an Cliff vorbeigeht. Klock, klock, klock. Ja, dann bitte nochmal. Der nächste, bitte. Ja, wie ihr seht, dass Cliff zu nichts mehr zu gebrauchen ist, bitte mach mal. Dann versuche ich mit der Brechstange. Also, ich nehme Cliff beiseite. Ich meine, bei einer Brechstange kann man sich jetzt, glaube ich, auch nicht allzu stark verletzen. Du müsstest bei der Brechstange erst was zum Ansetzen haben. Ich wollte gerade sagen, also solltest du schon mal haben. Wenn es eine frisch gemauerte Wand ist, ich vermute mal nicht, dass sie glatt gestrichen ist. Sie ist nicht frisch, sie ist halt nur im Gegensatz zum Rest. Ja, aber sie ist nicht glatt gestrichen. Okay, wir machen es folgendermaßen. Ich oder Herr Kühl versucht es mal. Ja, warte. Bevor ich es versuche, ich gehe zu Cliff hin, der tierische Schmerzen hat, natürlich sich selber schon an den Arm fasst und die Tränen ihm runterlaufen. Du klopfst ihm auf den Arm. Nein. Ich umarme ihn so, also ich lege meinen Arm so um seinen
Ja, nicht um seinen Hals, also nicht falsch verstehen. Bevor du weiter sprichst, ne? sag dir nur kurz an, wütend im Schmerz, jetzt sag nichts Falsches. Und ich sage zu ihm, lächelnd, mit meinem französischen Charme, den ich so an mir habe, mein guter Cliff, Pferde, die ein Bein nicht mehr benutzen können, werden erschossen, verstehst du? Zwinker, zwinker. Und ich schaue Herr Kühl mit einer unverkennbaren Mordlust an. Haben wir das eigentlich gehört? Sicher. Ich hoffe. Cliff, was Herr Kühl damit sagen will, ist, wie gut... Ach Edgar, jetzt halt die Klappe! Kurze Frage an den guten Cliff. Was hast du in Handfeuerwaffen, in Schusswaffen, könntest du mit einer 22er Automatik umgehen? Moment, Handfeuerwaffen? Faustfeuer. Faustfeuerwaffen. Habe ich 20. Ist ein bisschen wenig, ne? Vor allem mit der linken Hand. Egal, ich drück dir meine Susi in die Hand, da ich ja meine Hände brauche für den Vorschlag, aber ich drück dir die Susi in die Hand, sage zu dir, pass gut auf sie auf. Sie hat mir treue Dienste erwiesen. Mit der linken Hand könnte er schon schießen. Ja. Also, ich gib ihm die... Und ich... Was für ein Wurf? Und ich flüstere zu Emily zu. Gewandt. Treue Dienste, er hat mich noch nie mal getroffen. Mein lieber Freund. Da wird dein eiskalter Winterschein Arbeitsvertrag. Reize dein Glück nicht aus. So, es gibt Legenden über Waffen, die nur böse Menschen treffen. Siehst du? Also, Gewandtheit, sagtest du, ne? Ja. 8. Also, eine 40. Richtig. Und bei deinem Würfel, Cliff, heute? Ich weiß. Ja, 67. Der nächste, der sich verletzt. Nein, du verletzt dich nicht, weil es war kein totaler Fehlschlag, aber okay. Du brauchst dagegen, es passiert einfach nichts. Du hast irgendwie den komplett falschen Ansatz. Ach, ihr seid doch alle. Ich probier's mal. Jetzt kommt die Frau, setz an, Flop. So, Gewandtheit, Galaxy. Gewandtheit, okay. Also ich guck mal, was habe ich da nochmal? Was ist das Scheiß? Hat sie eine 14 irgendwie sowas? Gewandtheit. Ganz oben. Sogar 14. 14, ja. Ja, also eine 70. 70. Der Cliff, gib mir mal meine Waffe wieder her. Ja, hier. Ja. Der Cook. Edgar Frederick White setzt den Hammer an, schlägt zu und die Steine fangen an zu bröckeln und eine Nische tut sich auf. Na seht ihr, in jedem Rudel gibt es ein Alpha-Männchen. Boah. Ich guck Cliff an. So, ich leg den Hammer wieder. Und schüttel nur mit dem Kopf. So, wer möchte an die denn... Wand. Tja, Herr Kühl, jetzt hast du verkackt. Nochmal, ja, Tonne, was hast du gesagt? Durch die Nische schauen, oder? Wer möchte sich mit der Fackel die Nische anschauen? Ja, ich trage ja eine Fackel. Und ich stehe da. Du stehst vor. Da ja gerade, ja. Und die Emily hat auch eine Fackel, wohl bemerkt. Die hat nämlich meine noch. Aber ich stehe da nicht. Ich bin in Deckung gegangen, weil da irgendwelche Verrückten mit einem Hammer rumgewedelt haben. Na gut, Galaxy, du schaust rein. Ja. Und der Kopf wird abgebissen. Du schaust in die Nische und siehst eine total vermoderte Leiche. Bitte einen Stabilitätswurf. Ein Stabilitätswurf? Erschwert um 20. Um 20 ja, erschwert. Echt unscheiße. Jetzt habe ich 52 gehabt. Was muss ich dann? 53, es wird also 33 drunter. 33. Geschafft? Boah, das hab ich Glück gehabt. Alter. Warte mal eben, ich muss noch mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt alles so richtig gesagt habe. Ja, 53. Okay, alles gut. Gut. Da du jetzt die Leiche gesehen hast und auch den Stabilitätswurf geschafft hast, möchte ich von dir einen Intuitionswurf haben. Ach du Schande. Moment, ich muss mir erstmal alles aufschreiben, was ich hier dazu gewinne. Das habe ich auch hier stehen, ist kein Problem. Achso, okay. Was für ein Wurf? Intuition. Wo steht das? Ganz oben. Ganz oben. Neben Gewandtheit. Neben Gewandtheit. Intuition, 14. Also auch unter 70. Oh. 86. Okay. Ja, die Leiche sieht total vermodert und verwest aus. Aber du erkennst deine Leiche nicht. Es ist einfach nur eine Leiche, die in der Nische eingemauert wurde.